Activision. Sledgehammer Games. Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zum ersten Call of Duty Vanguard Story Let's Play. Ja, Freunde, ich habe euch ja versprochen, dass wir nach GTA San Andreas zuerst die Call of Duty Vanguard-Kampagne zocken werden. Und danach werden wir in GTA Vice City reingehen, damit so ein bisschen Pause auch ist von GTA, weil nicht immer alles nur GTA, nur GTA. Wir machen ein bisschen ruhige Pause. Es ist gerade heute Sonntag, der 12.12. Morgen werde ich operiert, das Video werdet ihr am Dienstag sehen. Und ja, ich bin gespannt, was die Kampagne in sich hat. Sie geht nur 5 Stunden, also geht nicht allzu lange. Ich denke mal, 1-2 Wochen spätestens sind wir durch. Wir werden natürlich dann auch GTA wieder anfangen, wenn es soweit ist. Und ja, Freunde, lasst schon mal einen dicken Daumen nach oben da. Digga, ich kann kein Deutsch mehr. Ich bin einfach so aufgeregt. Und meine OP ist gleich in 10 Stunden oder so. Ich nehme das jetzt noch auf, werde dann pennen gehen. Und dann geht's auch rein. Ich hoffe, die werden alles gut machen mit der Hand, Leute. Ja, auf jeden Fall, Leute, wir starten rein. Call of Duty, Kampagne. Wir zocken mal auf Soldat. So, dann gucken wir mal, was uns hier erwarten wird. Die Story soll sehr gut sein, die soll krass sein. Denkt auch dran, gerne meinen Instagram-Kanal abzuchecken. Der letzte Vorstoß ins Herz der Finsternis. Die SOE hatte uns 6 unter meinem Kommando aus einem Grund rekrutiert, um die Daten zum Projekt Phoenix zu bergen. Dem letzten Atemzug des Dritten Reichs. Eine zusammengewürfelte Koalition von alliierten Kommandos, die dahin zielte, wo der Feind am verwundbarsten war. Dies sollte unsere erste und einzige Mission sein. Sehr gut aus von der Grafik. Hamburg 1945. Wie gesagt, gerne Twitch-Kanal, Instagram-Kanal, alles abchecken. Guckt euch das Wasser an. Welt. Wer will sie retten? Dos Vidania. Dos Vidania. Dos Vidania, Petrovic. Los geht's. Showtime. Wade Jackson. Alter, guckt euch den Regen an und so. Das sieht schon gut aus. Oha. Sieht nice aus. Vollpunkt erreicht. Glaubst du, wir schaffen das? Das Gegner? Nee, ne? Klettern X. Alter, wie was für ein Regen das hier ist, ne? Ja, führe den Zug nach Hamburg. Der Rest bleibt in der Nähe. Was? Der zum Spähen geht auch, ne? Mitnehmen. Ey, so komisch ist wieder ein anderes Spiel zu zocken, ne, was Story angeht. Sonst immer GTA die ganze Zeit. Heute gehen wir mal rein in COD. Oh. Oh, scheiße. Ich glaube, ich dachte schon, ich habe gerade meinen Kollegen abgeballert. Halte Vierk, um Waffen, gefallene Munition aufzusammeln, okay? Oh, Junge, was für ein Regen das hier ist, Alter. Das ist ja nicht mehr normal. Zack. Alter. Was ist das für eine Waffe? Der hat die MP40. Dann nehmen wir lieber die mit. Finde ich persönlich geiler, die MP40. Headshot oder nicht? Er macht mir von hinten platt. Wir müssen ja keine Aufmerksamkeit erregen hier, ne? Damit uns jeder hört. Was haben wir hier? Schieben. Schafft er das? Ja, schafft er. Ach, guck mal, ich gehe einfach im Bogen, obwohl er eigentlich alles frei war. Ja. Ganz easy. Junge. Alter, wie das hier aussieht. Mir wird schwindelig, ne? Ich schwör auf alles, mir wird schwindelig. Tür verschlossen. Können wir irgendwie aufbrechen? Sonst müssen wir hier weiter. Kann er hier rüber? Nein. Schieben. Oha. Boah, sieht aber echt gut aus von den Bewegungen und sowas, ne? Sieht krass aus. Nehmen wir mal die hier. Ist das die Thompson? So viel zur geheimen Mission. Boah. Ey, ey. Alter, was geht hier ab, Mann? Junge, ich sehe fast gar nichts, Alter. Das ist hier voll viel Bewegung. Ich hoffe, ihr könnt was sehen im Let's Play. Ich versuche das in einer guten Qualität aufzunehmen. Aber ich kann nichts versprechen. Wer schießt denn da? Oder ich sehe nichts. Ey, auf einmal ist hier jemand. Ah, ist einer von mir, okay. Zack. Boah, STG-44, so eine geile Waffe. Also ihr merkt, das Spiel spielt in einem älteren Zeitraum, Leute.
Aber ihr meint dennoch, dafür, dass die Kampagne kurz ist, spielt sie auf jeden Fall. Sie ist kurz und knackig, bringt ein bisschen Abwechslung rein. Sehe ich genauso, Leute. Sehe ich genauso. Aufgepasst, da kommen Laster. Boah, echt viel Hackmeck gerade hier, ne? Nein, ich bin einfach zwischen die Gleise. Es gab viel, was ich nicht wusste, aber ich habe diesen Leuten vertraut, meinem Team, und das war genug. Arthur Kingsley. Lass uns was übrig, Novak. Ach du Scheiße, Digga. Einfach wieder von hier, egal. Erste Folge, wir machen das jetzt hier. Zack. Ich mach die jetzt alle platt hier, come on. Zack. Hab ich. Hab ich. Zack, kriegt einen in die Fresse. Nehmen wir, lass mal, soll man das MG mal nehmen? Das MG ist bestimmt auch krass am Ballern. So, rein. Boah, das MG geht ab. Ah, warte. Junge. Ey, man sieht fast nichts. So dunkel, ey, so viel Bewegung hier. Das ist gestört. Wenig Munition. Ja, war doch Headshot. Sag, nehmen wir die Waffe hier. Alter, aber ey, guckt euch auf jeden Fall auf meinem Kanal das Matrix-Let's Play an, wer das noch nicht gesehen hat. Also nicht das Let's Play, sondern die erste Folge. Es war zu krank, was da abgeht. Also, da wird es auch keine zweite Folge geben oder so, Leute. Aber es war einfach die neue Unreal Engine, die gezeigt wurde. Und das war zu krass. Das war zu krass, Leute. Sag, alle vier geholt. Hier, Headshot-Experte Ernesto Valverde. Guck mal hier, eins. Oh, das sind meine Kollegen, scheiße. Oder? Ja. Oh, Junge, was geht hier ab, Alter? Wuhu! Junge, Action pur hier. Ja, was soll ich machen, Mann? Ey, nachladen, hinlegen. Aufpassen, Ernesto. Ey! Ich geh gleich drauf. Hab ich. Hinten ist noch einer, Kontrollpunkt. Ihr könnt mal reinschreiben, welche Schwierigkeit ihr gerne sehen wollt. Ich kann euch die Schwierigkeit noch höher stellen. Vielleicht haben wir dann auch mal Pech in dem Spiel hier. Weißt du was? Eins, zwei und leck mein Ei. So. Okay, wir müssen jetzt irgendwie rüber. Durch die Rampe 3, 2, 1. Whee! Ey, nein! Oh! Hab ich. Ey, der hat mich fast bekommen, der Schwanz. Aufpassen, aufpassen. Au, oh mein Gott, hat der mich erschrocken, Mann. Ich nehme lieber die MP40 und die Quecksilber-Schalldämpfer. Ach, die haben wir gerade gehabt. Sorry, falls es ein bisschen verpixelt rüberkommt, Leute, aber es ist nicht verpixelt. Es ist gerade einfach so viel Regen, so viele Details. Boah, die Waffensounds hören sich echt krass an, muss ich sagen. Waffensounds hören sich krass an. Haben wir. Irgendjemand schießt von rechts. Einen Halbfahren und einen Kreis und ein Geschütz zu übernehmen. Geschütz? Ah, okay, jetzt verstehe ich. Ah, okay. Boah, Junge, Alter, hier wackelt alles, Bruder. Guck dir das mal an, Mann. Bruder, mein Kopf. Oh. Ich baller fast meine ganzen Kollegen da ab. Junge. Also erste Folge hier, ordentlich Action. Ich habe keine Munition mehr, ich brauche Munition. Munition, ja. Was soll ich machen? So, ganz langsam, 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 langsam. Über die Seite rein. Schalldämpferwaffen, so geil, Alter. Ich liebe Schalldämpfer. Ich weiß manchmal nicht, wer meine Leute sind und wer die Gegner sind, Mann. Man erkennt das so schlecht teilweise. Ich glaube, STG ist mit die geilste Waffe, ne, die hier liegt, meinten viele. Deswegen lass uns mal Safety nehmen. Der hat halt nicht so viel Munition, ne? Oder warte mal, hat der vielleicht hier? Ah, 10 Schuss. Okay, wir können weiter. Müssen wir hier rüber, oder was? Hier... Hat der Idiot mir nicht einfach einen Platz gemacht hier? Digga, wie lang ist der Zug, Alter? Der längste Zug der Welt. Boah, Junge, was geht hier ab?
vorgehen. Oh, da ist jemand am Geschütz. Nein, 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 Vorsicht, ich muss Waffe wechseln. Ist Riggs in diesem verdammten Panzer? Scheiße, Riggs. Junge, wie krank das aussieht, ne? Nun, das war prächtig. Digga, ist dieser Zug lange, ey. Es geht hier ab, Alter. Ich schwör, das macht richtig Bock, ey. Es macht Bock bisher. Ist Action pur. Sowas liebe ich, Digga, wenn so. Das ist eine komplette Action am Start. Ist noch nicht einfach so langweilig oder sonst irgendwas. Wer schießt denn da? Der Lokführer? Der führt den Zug nach Hamburg. Ja, was soll jetzt machen? Hier rüber. Eieieiei. Einfach richtig dieses See you again. Die Gleise teilen sich. Boah, was war das für ein turbulenter Start hier, Mann? Was hätten wir? Kann man irgendwas hier an Grafik einstellen? Das würde ich gerne wissen, Leute. Grafik, Sicherheitsbereich, Helligkeit, Kamerabewegung, Tiefeneinschärfe aus. Was ist das denn? Die Schärfe des Szenenendrings wird verbessert. Boah, keine Ahnung. Ich mach das einfach mal hier an. So Tiefenschärfe können wir auch mal einmachen. Passt schon, Leute. Komm, passt. Wow. Guckt euch das Wasser an. Wo wir so gründlich beschossen wurden. Geht hier ab, Mann. Will der Befehlshabende uns vielleicht sagen, worum es geht? Die U-Boot-Basis ist unser letzter Stopp. Sobald wir drin sind, sichern wir das Ziel. Er will, dass wir es sichern, aber sagt nicht, was es ist. Kingsley hat von Anfang an rumgedruckst. Das hier ist keine Ostereiersuche, oder? Ja, Mann, was steckt dahinter? Wissen wir nicht genau. Du meinst, die beschissene SOI weiß nicht genau? Wisst ihr was? Ich gehe die Bremse ziehen. Wir haben nur einen Namen. Phoenix. Also wissen wir nicht mal, wogegen wir kämpfen. Das ist unsere Mission. Es rausfinden. Die SOI sagt, die Deutschen schaffen was Großes aus dem Land. Könnten Dokumente sein. Enorm wichtig. Wir sollen sie uns schnappen. Wenn es so wichtig ist, warum schicken sie keine Armee? Tun sie. Uns sechs. Junge, wir gehören nicht zur selben Armee. Wir sind nicht mal vom selben Kontinent. Ruhig, zurück! Die Soundeffekte, Waffen und so hören sich so krass an. Sechs Spezialisten wurden ausgewählt, die Krautfresser schnell und unbemerkt zu erwischen. Das kann keine Armee. Zu laut, zu langsam. Richard hat recht. Sie rechnen nicht mit uns. Rein und mit den Papieren wieder raus, bevor sie was merken. Versteht jeder den Plan? Ich schieße auf Nazis. Sie sterben. Dieser Regen ist abfuck. Ne? Das soll mal aufhören, Mann. So viel Regen, Mann. Ich wollte zwar Wasser im Spiel haben, aber Bruder, so viel Wasser wollte ich auch nicht. Bruder, alles hier am Regnen. Die Deutschen. Ich gebe vom Waggon aus Deckung. Alter. Ich hasse Hunde. Nein. Ey, der arme Hund, Digga. Ey, das tut mir richtig leid. Überleg mal. Das tut mir so leid, auch Hunde, die im Krieg sterben und so. Bruder, die Hunde können nichts dafür, Alter. Die armen Hunde, Mann. Das ist so traurig. Ich hasse das in Spielen, auch Tiere abzuballern und sowas, ne? Überleg mal, ein Tier gehört ja nur dem Menschen einfach. Und wenn der Mensch das so will, kann das arme Tier nichts dafür. Es will einfach nur eigentlich friedlich leben. Ne? Schon verrückt. Headshot. Müssen ein bisschen weiter vorgehen. Ich habe meinen Controller vorhin bei FIFA gegen die Wand geschmettert, Digga. Und seitdem merke ich, fühlt sich nicht so geil an, der Controller. Aber ist geil mit der Musik und so auch hier. Ey. Hab ich. Oh, ich höre einen Hund. Nein, nicht den Hund. Der arme Hund, Alter. Mann, hört doch auf damit. So, vorrücken. Eins, zwei und drei. Nimm meine Granate erstmal als Willkommensgeschenk. Oha! Komm, wie denn? Die Granate war echt gut geworfen. Alter. Ey! Was? Du wirst von einem Hund getötet. Greife an, bevor er sich nähert. Ey, krass. Ich hab grad noch was von den Hunden erzählt. Ich wollte nicht schießen, Freunde. Ich wollte nicht. Und die kommt wieder super. Ich geh jetzt rein, mach Action, Digga. Ist mir scheißegal. Alter! Okay, gut, dann müssen wir ein bisschen mehr Taktik vorgehen. Früher, als ich mit Kollegen habe ich immer zusammen so die Call of Duty-Kampagne gezockt. Dann haben wir immer auf Veteran gespielt, auf der höchsten Schwierigkeit. Und dann haben wir
immer so die, wir haben gesagt, die türkische Taktik gemacht, die Russia-Taktik. Einfach komplett reingelaufen und so. Und das hat damals dann auch richtig was gebracht. Das war schon sehr, sehr geil, diese alte Zeit, wo man noch die ganzen Kampagnen gezockt hat von COD und so. Das ist unnormal gebockt damals. Drehzylinder. Ja, mal die Pumpgun mit dem Drehzylinder. Die Tür da links! Im Meer ist noch besser! Ey! Oh, Digga, ich muss aufpassen. Aufpassen. Boah, das haben die krass gemacht mit den Soundeffekten. Sag ich so, wie es ist, haben die echt geil gemacht. Kontrollpunkt erreicht, weiter geht's. Aber hier ist Action, Digga. Permanent Action, so muss es sein, das ist geil. Boah, die Grafik ist aber auch echt gut. Haben eine heiße Party verpasst. War wohl ein eiliger Abschied. Oder was sagt ihr zu Grafik, Leute? Lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mal eure Meinung zu dem Spiel erstmal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Okay, warte, guck mal ein bisschen hier uns um. Infiltrieren. Wir müssen dran sein. Nicht mehr lang. Die Krautfresser beladen ein U-Boot. Seht ihr, wie sie die Kiste schleppen? Ich verwette ganz London, dass wir genau das suchen. Also worauf warten wir? Zeit für die schweren Geräte. Klingt schon besser. Wartet. Wir können nicht einfach drauf los. Arthur? Was diese Papiere auch enthalten, ist das größte Geheimnis des Dritten Reichs. Und die Krautfresser lagern es am Arsch der Welt? Ja und? Das ergibt keinen Sinn. Die Kronjuwelen liegen auch nicht auf der Veranda. Und kaum jemand bewacht sie. Die ganze deutsche Armee müsste den Ort schützen. Nicht nur wir haben keine Ahnung, was Phönix ist. Du meinst, Nazis haben Geheimnisse von Nazis? Ich meine, dass die Geheimnisträger am gefährlichsten sind. Ja, deshalb tragen wir Knarren, um auf sie zu schießen. Sind wir fertig? Die Papiere verschwinden nämlich gleich aus Deutschland. Ihr drei. Geht über den Steg und macht Lärm. Verschafft uns Zeit. Und dann einfach die ganzen Hakenkreuze und so da rechts, Alter, krank. Wir nehmen das Boot ein. Gehen wir. Und das ist die Tiefenunschärfe. Wenn ich jetzt so gucke, dass dann die... Dass es mal scharf wird, nicht scharf. Ich hätte eine Arschbombe machen können auf den Tisch. Ja, Freunde, ich werde das Spiel, denke ich, erstmal jeden zweiten Tag bringen, bis ich wieder fit bin nach meiner OP. Weil ich weiß ja nicht, wie es mir gehen wird und so, wie alles verläuft. Deswegen kommt diese Folge jetzt erstmal am Dienstag online. Und dann gucke ich mal, ob die nächste am Donnerstag kommt oder vielleicht doch erst Freitag. Ich schau mal, Freunde. Ich habe es zeitlich leider nicht geschafft. Ach, das ist doch diese eine Map. Das ist diese eine Map. Oha. Halte sie auf, Nova. Boah, Junge, jetzt mache ich Bock zu snipen, Alter. Snipen, richtig geil. Alter. Junge, wie lange braucht der denn mal mit seiner scheiß Sniper? 10 Jahre. Headshot. Nein. Headshot. Headshot. Okay, komm, weiter, weiter. Müssen ein bisschen vorrücken. Einfach mal eine Granate hinschmeißen, oder? Die kommt gut, guck mal jetzt. Boom. Oh, die war richtig gut, die Granate. Wenn ich was kann, sind es Granaten werfen. Ey, ganz ruhig hier. Kein Minenfeld. Warte mal, ganz ruhig. Erstmal Munition laden. Alter. Junge. Da oben ist noch einer. Ey. Quickscope. Alter, ist das denn einfach hängen geblieben, das Spiel? Habt ihr gesehen? Ist einfach gerade kurz hängen geblieben. Das war nicht die Aufnahme. Geil, einfach Spiel bleibt kurz hängen. Er will mich verarschen, Alter? Junge! Wieso treffe ich den denn nicht? Ganz ruhig, weiter, weiter. Einzelschuss, muss Einzelschuss machen. Tack, 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 tack. Man darf nicht spammen. Die Jungs könnten auch mal ein bisschen helfen hier. Junge, Junge. Okay, let's go. Mal alles schön nachladen erstmal, wichtig. Ja, die Deutschen entkommen uns. Alles gut, alles gut. Ist das ein Gegner? Ja, ne? Er ist auch ein Gegner oder nicht? Nein, ey. Manchmal weiß ich echt nicht mit den Gegnern. Nein. Eins. Zwei. Drei. Vier.
weiter Vorsprung. Alles gut, alles gut. Erstmal von Weitem hier schön. Und dann gibt es hier keine Fingerfertigkeit Pro mit Nachladen. Das wäre geil. Ich glaube, die Map gab es auch online, oder? Sobald ich mich nicht richtig erinnere. Guck mal, jetzt zack, nehmen wir mit. Das ist das Angebot im nächsten Dock. Wir sind nah dran. Ja, geil, eigener Mann. Boah, genau seinen Kopf getroffen. Oh oh. Quickscope. Guck mal, überall sind die welche. Ganz ruhig. Quickscope. Da ganz oben müssen zwei. Die sind wichtig. Die sind wichtig mit der S3 sogar. Der Sniper zu holen. Ah, nein. Ah, das sind die von uns, oder? Nee. Hä? Das ist unser Kollege? Ach so, das sind unsere Kollegen. Scheiße, ich ball auf unsere Kollegen. Ach, geil. Scheiße. So. Okay, wohin jetzt? Hallo? Okay. Auf das U-Boot verladen. Gebt uns Deckung. Gehen an Bord. Viel Glück, Leute. Ich suche uns einen Weg hier raus. Da ist die Luke. Jetzt gilt es. Okay, komm. Rein. Suchen wir die Kiste und verschwinden. Da sind safe auch noch Gegner. Und das müssen wir aufpassen. Das bringt uns die Sniper nichts. Oha, siehst du? Hey! Oh oh. Mit Atem ist echt geil. Warte. 3, 2, 1, go. Hab ich, let's go. Deckung, Deckung! Oha, mit Pumpgun. Mit... Alter! Krank, der kommt einfach mit Pumpgun um die Ecke. Okay, hier wäre die Pumpgun jetzt echt nice, ne? Sag ich so, wie es ist. Deckung, Deckung! Beseitige sie! Hab ich auch, let's go. Und was war das denn jetzt hier? Bruder, ich sehe nichts. Arthur Kingsley. Geh doch! Okay? Das muss das Kommandozentrum sein. Machen wir die Luke auf. Bleib bei mir. Oder will er mich verarschen? Achso, okay. Erstmal lieber Waffe. Okay, Waffen sind alle geladen. Die Sounds sind schon echt realistisch, schon sehr geil. Erledigt! Los. Direkt permanent Action hier, Alter. Was feier ich? Okay, ich sehe nichts hier. Da vielleicht, ne? Oder macht der das? Oder so ich? Oder auf die Leiter hier hoch? Gib Anweisungen, Arthur. Ah, okay. Das ist der Safe-Knacker. Wärst du so freundlich? Ach, ich bin der Safe-Knacker. Muss ich das jetzt selber machen? Boah, die Hände sehen aber auch gut aus von der Grafik her. So schön verschwitzt. Die Tränen sind aus. Das kann nicht gut sein. Wir müssen weg. Jetzt. Novak, hilf mir. Granate! Oh mein Gott. Und tschüss. Ach, Novak, du Scheiße. Ach, du Scheiße. War das eine Blendgranate oder eine richtige Granate, Leute? Oh oh, nicht gut. Gar nicht gut. Eine Russin? Pretunculus. Australien? Und auch du. Tu es schon. Nein, wie köstlich. Du hältst dich für britisch. Ein Cambridge-Mann durch und durch. Es ist wirklich stillos, die Stimmung zu ruinieren. Beethovens Sonate Nummer 4 ist exquisit. Sie verlangt meine volle Aufmerksamkeit. Nicht wie du. Darf der Neger etwa auch Befehle geben? Alter.
Und ihr befolgt sie dann? Du weißt, wie es ist, von einem Schwarzen Befehle entgegenzunehmen. Er hat Sinn für Humor. Bitte, fahr fort. Du bist Rheinländer. Vermutlich aus Neustadt? Während der Besatzung waren Franzosen, die aussahen wie ich, mit Waffen in deinen Straßen. Mit euren Frauen. Das höre ich, wenn ihr euch unterhaltet. Warum hängt das Spiel so? Merkt ihr das, Chat? Bleibt ab und zu einfach hängen, das Spiel. Wir haben euch geschlagen. Hörst du die Bomben? Wir schlagen euch wieder. Ich will den jetzt nicht provozieren, ey. Am Ende wirst du selber geschlagen. Schlagen. Eine interessante Wortwahl. Wie ich schon sagte, jetzt tu es schon. Ja, das möchtest du. Dich selbst opfern, damit du ein Held bist. Ich bin nicht hier, um dir das zu geben. Ganz im Gegenteil. Alter! Oh, nein! Oh, euch! Alter, was soll das denn, Mann? Zu geben, was ihr verdient! Alter! Was soll das denn? Er ist einfach auf uns losgegangen. Räumt es weg. Den Rest in den Laster. Geisteskrank, ehrlich. Ey, guck mal, was früher alles abging. So, also jetzt nicht 1:1 so wie hier, aber teilweise sogar, glaube ich, noch schlimmer. Und Alter, guck mal, die Grafik. Ey, was läuft irgendwie nicht flüssig? Merkt ihr das, Chat? Das ist richtig komisch. Oh, jetzt sieht die Grafik richtig krass aus, Alter. Armer Kerl. Leute sterben. Leute sterben, wenn das Kommando Mist baut. Wie zum Teufel ist das Arthurs Schuld? Das geht auf ihn. Und Wade. Der Bastard lässt sein einfach Team Tom Brady, Alter, der Typ. Du hast recht mit Wade. Wenn der sich blicken lässt, bringe ich ihn selbst um. Oh ja, beschuldigen wir einander statt die Deutschen. Polina Petrova. Наше эго сегодняшнее не пострадало. Soll mich das etwa beeindrucken? Ganz ruhig. Ist doch egal. Aber die Grafik sieht aber echt gut aus gerade. Kommt langsam an Matrix ran. Der Nazi. Der Mörder von Novak. Ist wohl ein Freund von dir. Wir kennen uns. Oh ja? Wer genau kennt? Riesinger! Arthur bringt uns hier raus. Wie? Weil er dein Kumpel ist? War er nicht immer. Aber ich sah ihn in Aktion. Man verliert Männer. So ist der Krieg. Gefallene Soldaten ehrt man manchmal nur, indem man die Mission beendet. Aber besinn dich da mal drauf, wenn du ihr Blut am Stiefel kleben hast. Boah, kranker Start, Leute, ehrlich. Alter. Wenn du führen willst, musst du lernen, wie es ist, Männer zu verlieren. Dass sie im Vertrauen auf dich sterben. Es gibt nur einen Weg, diese Lektion zu lernen. Die Grafik ist echt gut, Mann. Warm D-Day. Merwill, 1944. Alle mal herhören! Wir müssen unser Ziel bis zum Morgengrauen erfüllen! Junge, 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 Wahnsinn. Es scheint, als wissen die Krautfresser, dass wir kommen. Wir haben nur eine Chance, die Küstenartillerie zu demolieren. Wenn wir versagen, scheitert die Invasion morgen. Ich habe euch hierfür ausgebildet. Lasst euch von der Navy nicht vorführen. Erobert die Kasematten! Sprengt die Artillerie! Zeigt mit Leuchtsignalen an, dass ihr fertig seid. Das sieht auch teilweise aus wie echt, findet ihr nicht, Leute? Ich finde, das sieht echt teilweise aus wie bei Matrix. Okay, richtig gut, die Grafik. Wir kennen das ja. Aufstehen! Einklicken! Alter, ist das jetzt Realität oder? Bereithalten! Das ist doch die Realität, oder gerade? Wir sehen uns um!
Ey, das sah grad aus wie echt, ne? Wirklich. Junge, was geht hier ab, Mann? Aber es läuft nicht so ganz flüssig, ne? Echt komisch. Junge! Guck dir das mal an! Oha! Bruder! Ey, das sah heftig aus, Mann. Richtig krank sah das aus. Ich kann halt nicht unterscheiden, ob das echt oder nicht echt ist, ne? Boah, das Wasser sieht geisteskrank aus. Ja, jetzt ist wieder Spielegrafik, das merke ich. Ja, jetzt ist wieder umgewandelt zum Spiel. Alter, heftig. Der Stoßdämpfer bündelt unten an der Windmühle. Alter, war das krass. Und diese Animation sah gerade unnormal heftig aus. Ach, geil. Schieß mal. Oha. Ja, geil. Ich hab keine Waffe, Digga. Ich hab keine Waffe. Ey. Ach, geil. Von allen Seiten. Ja. Scheiße. Ja, warte. Vielleicht hätten wir irgendwo gucken müssen, ob da eine Waffe war. Ich hab nichts gesehen. Wir sind da hier raus. Müssen wir auch auf Undercover. Dass wir nicht gesehen werden. Das kann natürlich auch sein. Gehen wir hier lang. Wir machen auf jeden Fall safe unsere 40, 45 Minuten bei der ersten Folge, Leute. Oh, guck mal da oben. Der hat die Stimme von Denver aus Haus des Geldes, glaube ich, ne? Brauchen irgendwo eine. Alter, sieht das krank aus. Guck mal, diese Explosion, Mann. Alter. Das ist verrückt. Gott sei Dank. Hol mich runter. Oh mein Gott. Alter. Junge, ist das brutal, ey. Nimm die Waffe, nimm die Waffe. Scheiße. War das die M1 Garant? Die Waffe hat sich so angehört, bisschen. Oh mein Gott. Fuck. Ey, ich schwör, das macht aber richtig Bock. Die erste Mission dachte ich mir, okay, ist so ein bisschen zu viel hin und her, aber jetzt gerade. Jetzt immer interessant. Oh mein Gott. Boah, hat der scheiß Hase mich erschrocken gerade. Lasst erstmal alle vorbeifahren hier. Erstmal alle in Ruhe vorbeifahren lassen, ja? Nein, ich habe keine Munition mehr. Und jetzt? Was mache ich denn jetzt? Weil ich habe die Arschkarte jetzt, ne? Ich habe die Arschkarte, bei Gott. Ich kann jetzt nichts machen. Wirklich, ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen, Leute. Ah. Alter, sogar von da. Okay. Okay, das ist jetzt krass. Ich schwör auf alles. Das ist jetzt richtig krass. Weil ich muss hier nochmal zurück. Beruhig dich mal, ey. Junge, wieso haben die so... Alter. Hat der Kollege noch irgendwas? Kann ich sein Messer nehmen oder irgendwas? Junge, guck mal, wie die auf einmal kommen, Mann. Wie viele auch noch. Zurückwerfen. Schnell, nimm seine Munition, 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 Munition. Nimm die Waffe, gib dir eine Bombe, lad nach. Bruder, lad nach, lad nach, lad nach, lad nach, lad nach. Und wir haben uns irgendwie noch gedribbelt gerade hier. Irgendwie haben wir uns gerade noch gerettet hier. Let's go, Leute, let's go, Alter. Junge, so finde ich es aber auch geil, wenn man nicht zu viel Munition hat, sondern einfach mal um seine Waffen kämpfen muss. Alter, war das gerade geil.
Sowas liebe ich, diese Überlebenskünstler. Ey, der scheiß Hase hier, der geht mir auch nochmal auf den Sack. Junge, wie viele hier sind, ne? So einfach ist das echt nicht. Sag ich, so wie es ist. Kommen die ganzen Schüsse her, Mann. Es blendet mich voll hier. Hab ich. Hab ich. Let's go. Komm. Eins. Zwei. Junge, Junge, Junge. Oh, oh. Hab ich? Ey, ey, von links. Oh, Junge. Ey, das blendet alles hier, Mann. Nein, nein, nein. Schieß, Bruder, schieß. Wo kommen die ganze Zeit alle her, Mann? Bruder, aber echt verrückte Stelle gerade hier. Das bockt ja unnormal. Oder? Seid mal ehrlich, voll die Spannung auch. Ich musste irgendwie immer dribbeln, dass ich weiterkomme. Okay, wir haben mal richtig viel Munition jetzt hier. Jawohl, Munitionskiste, super. Ah, die Waffe ist aber geil, Digga. Die schießt mit einem Schuss, zack, alle weg. Kontrollpunkt erreicht. Ey, was ist das? Was ist das? Digga. Warum rennt der so langsam, Alter? Der macht diese Running Man Challenge, der Typ. Schieß doch. Ey, die Waffe ist echt kacke, Alter. Ich brauche eine andere Waffe. Also für die Distanz kannst du die Waffe vergessen. Digga. Junge, der rennt hier in Zeitlupe, der Typ, Mann. Nimm mal die Waffe von dem. Ja, endlich. Junge, Alter. Jawohl, endlich rennt er wieder ein bisschen schneller, ey. Okay, hier können wir die andere Waffe nehmen. Ich glaube, die ist hier besser geeignet. Weil die braucht nur einen Schuss. Schön Hund, schön Hund. Nicht gut, Digga, schön Hunde. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, die armen Hunde, Digga. Ey, das Spiel hat aber noch ein bisschen Fehler. Kann das sein? Der Sound buggt manchmal. Und das Bild. Oh, ich sehe so schlecht durch den ganzen Nebel, Alter. Oder Rauch, besser gesagt. Let's go. Boah. Junge, was geht hier ab, verdammte Scheiße. Das bockt so unnormal gerade. Ich will aber die Folge auch nicht zu lange halten, die erste. Ich würde sagen, komm, machen noch bis zum nächsten Kontrollpunkt, oder? Das ist ein guter Deal, Leute. Bis zum nächsten Kontrollpunkt. Wenn er noch einmal speichert, vielleicht speichert er ja jetzt. Ah, das Feuer sieht auch heftig aus. Die ganzen Hasen hier. Ah, das ist die Windmühle. Boah, das sieht aus wie bei Harry Potter. Ey, komm, ein Kontrollpunkt geht noch, Leute. Komm, ein Kontrollpunkt geht noch. Ich schwöre, das sieht aus wie bei Harry Potter, ne? Dieses Haus, wo die ganzen Weasleys gewohnt haben. Oha, der denkt auch. Ganz ruhig, Ernesto. Alter. Weiter, weiter, weiter. Meine Jungs, da sind sie doch. Nicht schießen! Boah. Verdammt, Kingsley. Wir dachten, du wärst ein Krautfresser. Wir hätten dich fast durchlöchert. Boah, sieht krass aus, ne? Auch voll hell. So. Wir sammeln uns jetzt hier. Wie ist die Lage? Der Captain hat's nicht geschafft. Wir sind allein. Wir sollten uns verschanzen und auf den Rest der 6. Division warten. Wir müssen die Artillerie bis zum Morgengrauen ausschalten. Sonst ist die Invasion gescheitert. Hältst du dich jetzt für den Captain oder was? In einer Stunde geht die Sonne auf. Wir können nicht warten. Ja, es kommen auch keine Männer oder Kavallerie, um uns zu helfen. Wir können hier nur sterben oder versuchen, es nicht zu tun. Hey, das hilft uns jetzt auch nicht weiter, wenn ihr streitet, wer die dickeren Eier hat.
Die deutschen Kasematten sind nicht weit weg. Ich glaube, wir schaffen es rechtzeitig hin. Also, schalten wir sie aus. Die Kompanien sind zerstreut. Wir pissen doch gegen den Wind. Du weißt, was auf dem Spiel steht. Und ihr auch. Das ist Wahnsinn. Hey, was bleibt uns denn noch? Ich bin ganz bei Arthur. Beenden wir die Mission. Alles klar, Kingsley. Du hast wohl das Kommen. Valhalla. Kasematten und Valhalla sind da lang. Wir sollten los. Wie lautet der Plan, Kingsley? Und ja, Freunde, damit würde ich sagen, sind wir am Ende des allerersten Call of Duty Vanguard Let's Plays angekommen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst einen dicken Daumen nach oben da. Kuss geht raus. Und ja, das war die erste Folge. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ich versuche Donnerstag die nächste Folge hochzuladen, je nachdem, wie es mir geht, Freunde. Aber wie es meiner Hand geht, muss ich mal gucken. Aber das war auf jeden Fall der Beginn der Kampagne. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder, Leute. Haut rein, macht's gut und ciao.